Hallo und herzlich willkommen bei deinem ersten Tag als Chemikantin bei Dow. Hier befindest du dich gerade im Labor. Und da kannst du Cedric sehen, der in diesem Moment eine Probe entnimmt. Diese wird gleich auf Herz und Nieren überprüft werden. Und das passiert hier, im Technikum. Gemeinsam mit Lilly testet Cedric die Probe unter den späteren Betriebsbedingungen. Erst wenn die Probe den hohen qualitativen Standards gerecht wird, geben sie grünes Licht für die Produktionsanlagen und damit auch für die Großproduktion. Ja, 0,91, kannst du aufschreiben. Na, das sieht doch sehr gut aus für Cedrics Probe. So, ich werde dann jetzt die Spindeln abwaschen. Nur bunte Flüssigkeiten umrühren und überprüfen. Fehlanzeige. Bei ChemikantInnen geht so einiges mehr als das. Lilly baut hier in der Ausbildungswerkstatt gerade ein Ventil auseinander. So erwirbt sie gemeinsam mit den anderen Azubis Grundkenntnisse in Metallverarbeitung und Elektrotechnik. So sind sie später bestens für ihren Berufsalltag in Labor, Produktionsanlage und Messwarte vorbereitet. Auf was musst du jetzt achten, wenn du deine Packungsschnur wieder einlegst? Dass die halt immer versetzt sind, also nicht alle gleich aufeinander, sondern immer der eine so, so, die andere wieder so und so. Genau. Manche Dinge ändern sich nie. Wie auch im Chemieunterricht wird hier erst getestet und geprobt, ehe etwas in Produktion gehen kann. Während der Ausbildung bekommen die Azubis dafür immer wieder eigene Projekte, für die sie die entsprechenden Versuche eigenständig planen und durchführen. Und dann haben wir noch ein Messgerät, was sowohl für Flüssigkeiten als auch für Feststoffe geeignet sind. Cedric, weißt du es eventuell? Pyknometer? Genau, das Pyknometer würde ich euch noch mit dazu schreiben. Könnt ihr dann dementsprechend mit in eure Unterlagen aufnehmen. Mit Stoffkonstanten umgehen, Schmelztemperaturen ermitteln, Druck, Temperatur und Füllstände messen und Sicherheits- und Umweltschutzmaßnahmen einhalten. Das alles und viel mehr lernst du während deiner Ausbildung bei Dow. Was immer ChemikantInnen auch bearbeiten, kann durch ungenaue Arbeit auch ein Risiko für Umwelt und Mitmenschen bedeuten. Deshalb sollten die 3 Gs ganz groß auf deiner Visitenkarte stehen. Geschicklichkeit, Genauigkeit und Gewissenhaftigkeit. So, was sagt deine Temperatur? Ist die noch in Ordnung? Sind wir noch bei 20 Grad, ja. Okay, dann darfst du jetzt zutropfen. Nimm bitte noch deinen Trichter oben raus. Hm. Micha? Ja? Wir haben einen Alarm bekommen. Durchfluss tief. Was habt ihr denn? An der 36,20. Wenn irgendwo ein Fehler auftritt, wird das hier in der Messwarte bemerkt, der Schalt- und Überwachungszentrale der Anlage. Hier haben die ChemikantInnen alle Produktionsabläufe im Blick und nichts kann ihren wachsamen Augen entgehen. 36,20? Okay, ja, wir gucken. Alles klar. Ciao. Bei Fehlern in der Produktion ist dann schnell klar, wo sie gebraucht werden. Auf zur Pumpe 36,20. Auf, auf. In industriellen Betrieben greifen Produktionsabläufe wie Zahnräder ineinander. Deshalb kann nur abgestimmt und im Team auf Fehlerquellen eingegangen werden. Um diese dann sicher, effizient und schnell zu beheben, müssen die Azubis im permanenten Austausch miteinander stehen. So, geschafft! Die Produktion läuft und geht wieder ihren gewohnten Gang. Zeit zum Durchatmen. Das war ein aufregender und lehrreicher erster Tag als Chemikantin bei Dow, oder? Ich hoffe, du konntest heute viel über unsere Ausbildung hier lernen. Und wir planen jetzt noch mit den anderen Azubis aller Standorte ein Projekt. Wir werden neue Wege finden, noch energiesparender zu arbeiten. Ich hoffe, wir hatten dein Interesse geweckt und sehen dich hier bald wieder. Damit verabschieden auch wir uns von dir. Hoffentlich bis ganz bald.